GameTastical. Gaming is our passion. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei GameTastical HD. Hier ist euer Raphael und ich habe heute wieder einen weiteren Part von Lego Marvel Super Heroes für euch. Und beim letzten Mal ist es ja abgestürzt, das Spiel, aber ich glaube, das, was ich hier jetzt sehe, habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, es hat vielleicht vorher gespeichert. Wenn ich euch das jetzt doppelt zeige, dann tut mir das leid. Aber ich glaube, diesen komischen Typen da, hier mit dem Grünen, den haben wir vorher noch nicht gehabt, oder? Wenn ich mich nicht irre. Kann auch vollkommen falsch liegen. Wir zerstören hier auch erstmal die Kisten. So, sehr schön. Nur wie können wir jetzt hier... die Scheiße zerstören? Das ist natürlich die Frage. Ah, so haben wir es schon direkt. Nee, das haben wir noch nicht gehabt. Definitiv noch nicht. So, das haben wir definitiv noch nicht gehabt. Das ist neu, das heißt, wir machen hier regulär weiter. Ich dachte, ich muss das Ganze nochmal ein bisschen zocken. Schadet mir eigentlich auch nicht, aber... nun gut. So. So, wunderbar. Den haben wir ordentlich aufs Korn genommen. Ja, das hatten wir noch nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, wunderbar. Haben wir hier aufgemacht. Sehr schön. Können wir da jetzt durch. Wir sind erst bei 2,6%. Das finde ich ein bisschen sehr merkwürdig eigentlich. Aber das ist das Spiel, das sagte ja Florian schon, dass das Spiel bei einem 100% Run sehr, sehr lange dauert. Und dann werden wir das wohl auch nicht bis zum Ende machen. So, da schläft irgendjemand mit einem Teddybär in der Hand. Teddy. Du brauchst mal die magnetische Kräfte, um Lego-Objekten interagieren zu können. So, jetzt erstmal hier zerstören die Kacke. Warum auch nicht? Weil wir es können. Jetzt können wir hier nichts weiteres machen. Du brauchst magnetische Kräfte. Ja, ja, bla bla. Erstmal hier unten diese ganzen Feindbilder vernichten. Oh, sehr schön. Ja, das hat sich doch schnell erledigt. Einfach gegen die Wand geschleudert. Das ist immer wieder amüsant hier, die Amination, wollte ich sagen. Die Animation. So, das kann man zusammenbauen. Unschwer zu erkennen. Und das Ganze ergibt hier einen Schalter. So. Ist das eine Überspannung oder was da erzeugt wird? Ja, vermutlich. Irgendwie sowas in der Art. Mit dem Teddybär. Wow, da musste ich erstmal niesen. Eieieiei. So, hier brauchen wir jetzt Wolverine. Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. So, Hulk. Hulk macht das schon. Wunderbar. So, jetzt nehmen wir hier so eine andere Charaktere. Und klettern da das Seil hoch. So, wunderbar. Kommen wir mit Wolverine gut vorwärts hier. Schauen wir mal. Ja, mit unseren Raketen können wir hier zu Werke gehen und diese Dinger sprengen.
Verpiss dich, komm schon. Ah, so, die haben sie erledigt. Wir haben die erledigt. Wunderbar. Jetzt bauen wir wieder eben. Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Ja, haben wir. Wunderbar, es geht gut vorwärts hier. So. Immer schön hier fleißig die Dinger einsammeln. Und jetzt kämpfen wir mit Wolverine. Sehr gut. Also diese Animationen sind wirklich herrlich. So, machen wir das direkt mal hier alles fertig. Wenn schon, denn schon. Ach, ist schön. Ist wirklich schön. Ah, die Schalter kann nur Iron Man bedienen. Na bitte. Diese Maschine könnte Sabertooth. Wunderbar. So, jetzt müssen wir hier. Was hat das für einen Sinn, fragt man sich. Und wird sich gleich zeigen. Das sind die ganzen Schurken wahrscheinlich, die wir hier sehen. Die wir uns angucken müssen. Okay. So, und jetzt der letzte. Raus hier! Jetzt wissen wir, in welchem Stockwerk er ist. Jarvis, kannst du die Aufzugsteuerung hacken? Wir müssen sofort dahin. Ja, Sir. Verbindung zur Aufzugsteuerung wird hergestellt. So, wunderbar. Aufzug ist gehackt. Und damit geht's jetzt weiter. Du hast es rechtzeitig für die große Flucht geschafft. Oh. Stan Lee, da ist er. Ich habe von vielen dieser Superhelden oder so bisher ehrlich gesagt noch nichts gehört. Überall Superschurken. Superschurken, macht Bekanntschaft mit meinem Superanzug. Ja, der Anzug braucht noch ein paar Änderungen hier und da. Ist das nur oder zieht es hier plötzlich ein wenig? Und er hat die rosa. Ja, sehr schön. Weiße Unterhose mit rosa Herzchen drauf hat er an. Das ist wirklich mit sehr viel Humor gemacht, dieses Spiel. Zeit, ihm ein Ende zu setzen. Endlich. Na komm schon, mein Junge. Ist Iron Man wohl weg? Ist kein Thema. Kriegen wir auch ohne Iron Man hin. Nur im Faustkampf hier, oder Krallenkampf besser gesagt. Alter, das sind ganz schön viele. Kein Problem. Machen wir alle hier. So, Leben haben wir noch alle. Uns hat noch keiner erwischt irgendwie. Hulk macht natürlich das, was er am besten kann. Alles niedertrümmern. Na, schade. So, was passiert jetzt? Wir müssen etwas Schweres auf Sabertooth werfen, um ihn auszuschalten. Ja, und deswegen machen wir jetzt. Oh nein. Oh nein! Ah, da ist es wieder. Ich wollte gerade sagen, wir haben es zerstört. So. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen mit Hulk.
Der nimmt den in die Hand, ey, und prügelt den einfach überall gegen. Das ist wirklich sagenhaft. So. Na, jetzt dürfen wir das wieder zusammenbauen. Das passiert jetzt wahrscheinlich noch 4 Mal oder so. Weil wir 4 Ecken haben. Oh, eine Bank. Ey, Hulk, du sollst das aufnehmen. Wahrscheinlich, weil die auch 4 Leben haben. So kommt es dann natürlich zustande, dass wir den da 4 Mal runterhauen müssen. Aber mit Hulk können wir hier zur Sache gehen. Hulk macht das schon. Wie das aussieht. Ach, das ist immer wieder herrlich. So, jetzt wird's beschleunigt oder was ist hier los? Jetzt geht das wieder von vorne los. Da wette ich doch drum. Ah, letztes Level, okay. Entschuldigt die Störung, aber es ist Zeit für uns. Deswegen jetzt auch 2 Dinger zum Zusammenbauen. Oh, du Vollidiot, Hulk, ey. Mann, Hulk, ey! So, und jetzt noch den anderen hier. Zusammenbauen. Wolverine kann das. Wolverine macht das. Eine Badewanne ist das wieder, ne? So. Wunderbar. Oh Mann, ey. Oh, wow. Los, du grüner Gorilla. Oh nee. Mystik. Hallo, bleibst du mal stehen da? Nein. Nichts kann uns jetzt aufhalten. Oh doch. Viel kann dich aufhalten. Ich kann nicht sehen. Tja. Dumm gelaufen, du Honk. Vielleicht hilft es, wenn wir die Suchscheinwerfer auf Abominations Gesicht richten. So. Wo ist er? Ah, das ist hier nur zum Speichern. Wir sollen irgendeinen Scheinwerfer auf das Gesicht von wem auch immer hier. Mann! So, was soll man machen? Das leuchtet aber, das ist nur so mit Iron Man gedöns. Wir brauchen irgendwelche. Ach, da oben müssen wir hin. Okay, da leuchtet's ja. So, jetzt können wir das zusammenbauen. Haben wir eine Leiter. Wunderbar.
Das kriegen wir hin. Müssen wir nur hier hoch, um dann letztlich auch den Scheinwerfer auszurichten. Aber der Scheinwerfer ist auch noch gar nicht ausgerichtet, oder sehe ich das falsch? Ey, willst du mich verarschen, Junge? So. Wir gehen dann nochmal hoch. Ich habe das dumme Gefühl, dass das da oben nicht so richtig angenommen wurde mit dem Y-Drücken. Ja, siehst du, der hat nämlich nur den Charakter gewechselt. Ach, hab ich mein Gefühl nicht getäuscht. Das ist doch kacke. Jetzt. Wunderbar. So, jetzt kämpfen wir hier mit Hulk im ultimativen Fight. Ach komm, ey. Ist doch wohl nicht dein Ernst. So, jetzt muss er hier wieder hoch. Oh Mann, geh weg mit deinem Mundgeruch, Junge. Ja, das stinkt, das weiß ich wohl. Ey, da kann man nichts bauen, ne? Das ist doch kacke. Ja, das stinkt. Oh Mann, ist das unausstehlich hier. Komm schon! Erstmal hier die Plagen töten, oder was das hier ist, ey. Ah. So, wunderbar. Alter, verpiss dich von hier, mein Freund. So, haben wir geschafft. True Believer. Haben wir wieder oben die Leiste vollgekriegt. Das will ich aber doch hoffen. So, wunderbar. Jetzt haben wir ihn hier wieder so weit. Jetzt können wir wahrscheinlich mit Hulk hier die letzte Kampfsession initiieren. Wie das aussieht. Oh Mann, ey. Ein Leben hat er noch. Okay, ein Leben hat er noch. Also müssen wir wohl noch zu einem Scheinwerfer hinkommen. Das werden wir gleich mal sehen, wie das dann aussieht. Ja, Mann, das stinkt. Das weiß ich Bescheid.
Du sollst die Leute töten und nicht da rumhauchen. Das ist so, wenn die Leute einfach ihrer Arbeit nicht nachkommen. So weit kommt das, wenn die Leute ihrer Arbeit nicht nachkommen. So, ja, komm Hulk, stampf ihn ein. Sehr schön. Wunderbar, kriegen wir ganz gut hin alles. Geht ja alles ziemlich fix. Na komm, ey, geh weg, ey. Hund, Ruhe. Hund, Ruhe. Die Hunde in den Videos, herrlich. Kommt wie immer Freude auf. Ach komm schon, das ist doch langweilig. So, jetzt gehen wir da erstmal weiter. Wir gehen erstmal schauen, ob wir hier irgendwas machen können. Das ist das Wichtigste. Und natürlich können wir was machen. Damit wir nämlich hier den letzten Scheinwerfer ans Laufen bekommen, sieht das gut aus. Was war das? Was war das? Das ist grün, aber hier ist noch nicht grün. Ah, siehst du? Besser ist das, wenn man da ein paar Sachen zerstört. Und jetzt kriegen wir es wahrscheinlich hier hin. Sehr schön. Wunderbar, wir lernen hier wirklich langsam dazu. So. Da haben wir es rauf. Und jetzt gleich wieder Hulk dagegen. Und dann haben wir es, glaube ich. Zumindest was ihn hier angeht. Düm. So, erledigt. Ich glaube, das war's für ihn. Hulk ist... Ach, sehr schön. Was für ein Chaos. Wer ist noch entwischt? Ich nehme noch andere Superschurkenfährten auf. Mandarin, Red Skull und Loki. Wo ist Thor? In Asgard. Er muss das wissen. So, damit haben wir das Level abgeschlossen. Sehr schön. Gibt hier einen weiteren Erfolg und natürlich weitere Charaktere. Tony Stark in Unterwäsche. Wolverine natürlich. Abomination. Sabretooth. Was haben wir noch Feines? Das war's. So, haben wir auch über 500.000 jetzt. Von diesen Teilen. Das müssten wir voll gehabt haben eigentlich. Ja. Hey,
Sehr schön. Aber diese Dinger kriegen wir irgendwie nie voll. Mysteriös. Mysteriös. Nun gut. So, Geschichte fortsetzen machen wir jetzt nicht. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Part hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gebt noch einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal hier von Lego Marvel Super Heroes wieder. Bis dahin, euer Raphael von Gametastical HD. Du willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur beim Marktführer MMOGA.